Moin. So, willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Und zwar wollte ich heute mal den perfekten Kopfbau zeigen. Also den kann eigentlich jeder nachbauen, jeder hat einen Tonkopf zu Hause. Und es ist einfach der beste Kopf, den man so machen kann, meiner Meinung nach. So, wichtig ist erstmal genau guten Kopf nehmen. Also es gibt noch andere Köpfe, aber das ist das Beste und dann nehmt ihr das und soll jetzt nicht so viel runterfallen, aber schön reinrieseln lassen. Kann dann auch immer so ein bisschen andrücken. Dann passt da nämlich noch ein bisschen mehr rein. Ja, so sollte es eigentlich passen. Dann nehmt ihr euch, ich benutze immer mehrmals eine Alufolie, das ist, finde ich, nicht so verkehrt. Ihr macht die da so drüber und dann sieht das so aus. Ich finde, dann noch ein bisschen glatt ziehen. Vielleicht noch ein, zwei. Normalerweise mache ich das immer mit Ohrring, aber in die Mitte noch eins. Weil ich finde, so ist der Durchzug immer besser. So, dann mache ich mal die Kohlen. Und das wird jetzt auch, glaube ich, ein flottes Video. Eine Pfeife nehmen wir uns her. So, hier. Und perfekt. So, dann erzähle ich euch jetzt mal noch ein bisschen Scheiße. Halt einfach so rund um den Kopfbau, rund um die Shisha, bevor ich zum Wichtigsten komme. Und ja, das Wichtigste, das kommt gleich noch, genau. Und zwar, also ich baue den so, weil dann passt viel Tabak da rein. Und je mehr Tabak, desto länger kannst du rauchen. Ich finde auch, wenn man das nicht so andrückt, dann ist der Durchzug nicht so gut. Also wenn man das zu locker baut, dann zieht sich der Tabak an die Löcher. Und ja, genau. Kommen wir jetzt zum Allerwichtigsten im ganzen Video. Und also wer diesen Schritt nicht befolgt, da kann ich versprechen, der hat gar keinen Spaß am Rauchen. Also, wer das nicht macht, der hat keine Ahnung vom Pfeife rauchen. Und zwar stellt ihr den Scheiß weg, den ihr gerade einfach nur aufgebaut habt, um irgendwelche Leute zu triggern. Holt euch eure richtige Pfeife ran. Ups. Euren vorgefertigten Kopf. Ja. Und schon kann's losgehen. So. Ich muss den Kopf noch ein bisschen anziehen. Geraucht wird heute Weirde Combo, aber der Nameless Black Nana. Zusammen mit dem Hukain Center Shocks kann ich nur empfehlen, wirklich. Also wer auf Traube, Minze, Zitrone und Minze steht, macht damit auch nichts verkehrt. Ist dann noch so ein bisschen so eine saure, bisschen herbe Note, aber eher noch so eine saure Note dabei. So. Ja, ich rauche jetzt gemütlich mein Köpfchen. Ich habe hoffentlich einige von euch ranbekommen, ja, vielleicht ja auch den ein oder anderen Reaction-Streamer, das wäre natürlich super. Pointe von dem Video ist, macht bitte keine Kopfbau-Videos, wenn ihr irgendeinen scheiß Tonkopf benutzt oder irgendwie sowas. Und generell, es gibt keinen perfekten Kopfbau. Ich rauche gerne so. Smokebox auch gerne mit Alufolie irgendwie. Auch ab und zu mal gerne einen kleineren Kopf.
Ja, jeder muss da selber irgendwie was für sich herausfinden. Aber du hast nicht den besten Kopfbau, wenn du im Tonkopf bist.